Hallo zusammen. Es geht weiter mit Stellar Blade. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. So, Eve hat es jetzt geschafft, in diesen Krater, oder so Crater heißt es ja hier auf Englisch, zu kommen. Da unten befindet sich angeblich vom 5. Landetrupp eine Kapsel, aus der ein Notsignal kommt. Dieses Notsignal möchte Eve natürlich untersuchen. Aber vorher habe ich gedacht, ich habe ja ein bisschen was freigespielt. Ja, neue Funktion. Würde ich Eve nochmal aufrüsten. Das habe ich nämlich... Ja, ich nehme die Hilfe der Ingenieure an. Das darf ich noch nicht. Aber hier meine Drohne kann ich scheinbar jetzt... beziehungsweise mein Rückgrat kann ich scheinbar jetzt noch besser machen. So, was nehmen wir denn? Nach Rang. Modifikation der Beta-Ladung. Erhöht die Beta... So, da würde ich nochmal sagen... Nee, Moment. Das da rein... Brauche ich jetzt für die Ingenieurin? Weil ich auf der rechten Seite Tempobeschleunigung. Wie komme ich an das Gear da drüben dran? Ne, immer noch Scavenger Adam. Ach so, muss ich hier das zweite auswählen? So, nehmen wir nochmal das. So. Dann kann ich. Was ja. Ich war vorher blöd, ich war vorher an der falschen Stelle. Das nochmal ausrüsten. Brille hat Eve nicht. Und was ist das? Taktikpaket. Drohne kann ich auch noch. Naja, die Optik ändern. Panzerpaket. Aber das ist ja nur Optik. Gut. Ohrringe hat Eve noch keine. Und eine Brille oder was ähnliches auch noch nicht. So. Ja. Ich würde sagen, dann packen wir das da rein. Das scheint, warum auch immer, rausgeflogen zu sein. Dann wollte ich mir nochmal die Gegner... Ach, jedes Mal zeigt er mir alle USB-Sticks an, die ich gefunden habe von irgendwelchen Menschen. Das ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. So Zugangscode zeigt er auch noch wieder alle an. Unbenutzt. Ich glaube, das ist die Tür. Ja, ganz am Anfang der Stadt... Da konnte ich irgendwie nicht durch. Oder ich habe es vergessen. So, jetzt habe ich noch ein paar Natiba-Gegner neu. Diese sind neu. Manche Hydras haben eine drastische Veränderung vollzogen als andere. Diese unberechenbaren Monster strahlen in bizarren Farben, können sich problemlos tarnen und ihre organätzende Flüssigkeit speichern. Mutierte Hydras können schweben und blitzschnell angreifen. Du musst eine Schwachstelle finden, um sie zu verwunden. Mutierte Hydras können sich sofort unsichtbar machen, wodurch es schwierig wird, ihren Überraschungsangriffen auszuweichen. Mutierte Hydras können mit ihrem Maul ätzende Flüssigkeiten verschießen. Werde nicht unvorsichtig, nur weil du dich außerhalb der Reichweite ihrer Tentakel befindest. Gut, was haben wir noch? Ach ja, der Verderber. Zeigt ihm jetzt wieder an. Obwohl Natibas keine Taktiken oder Strategien einsetzen, konnten sie sich dennoch weiterentwickeln, um sich an verschiedene Situationen anzupassen. Sie lernten schnell, dass die Kontamination des Bodens mit Toxinbakterien aller Mittel effizient war. Darauf tauchten lebendige Geschütze, sogenannte Verderber, auf und ließen ungeheure Mengen Toxine und verseuchende Stoffe auf die Erde herabregnen. Verderber verschießen giftige Kanonenkugeln. Jener Größe musst du entsprechend reagieren. Verderber besitzen Giftstacheln, die hart wie Metall sind. Wenn sie diese Stacheln entfalten, solltest du sie nicht von vorne angreifen. Sei äußerst vorsichtig, wenn Verderber hochspringen und krachen auf dem Boden landen. Dabei durchstoßen die Giftstacheln den Boden und erzeugen eine starke Schockwelle. So, ja. Also hier gibt es angeblich noch 7 weitere Elite-Natibas. Hier fehlen mir noch 24. Und da fehlen mir immer noch 10. Was ich... Ach, habe ich auch noch neu hier? Grillen sind Natibas, die wie eine grässliche Mischung aus Grillen und anderen Lebewesen aussehen. Ihr Panzer ähnelt einem nackten Körper und sie können je nach Bedarf und Funktion an ihren Armen gärtete Chitinien bilden. Schlechter Grillen haben nicht 2, sondern 4 tödliche Beine, mit denen sie Zupang schneiden und zustechen können. Kanonenwächter. Natiba-Mutationen sind instabil und gehen zuweilen mit schmerzhaften Veränderungen einher. Diejenigen, die den Mutationen nicht standhalten können, gehen daran zugrunde. Wächter mit besonderen harten Panzern haben diesen Prozess jedoch überlebt
und sich in Kanonenwächter verwandelt, die aus ihrem Körperinneren Sprengstoff spucken können. Kanonenwächter sind lebendige Geschütze, sie feuern oder verstreuen kontinuierlich biologische Bomben. Kanonenwächter haben nur begrenzte Munition, sie sind besonders verwundbar, wenn sie sich beim Nachladen hin und her binden. Ja, aber was ich sagen wollte, gut, Charaktere habe ich erst, ja, Tashi ist ja tot und den Adam kennengelernt. 16 kann ich ja scheinbar auf der Map noch finden. Zugangscodes, zumindest für die Stadt Eidos, fehlt noch einer. Einen habe ich noch nicht benutzt und einen habe ich noch nicht gefunden. Ja, Dokumente habe ich gar nicht viel, aber Memory Sticks von zumindest in der Stadt Eidos 7 habe ich mal immerhin 22 gefunden. So, jetzt gab es hier noch Anleitungen dazu, aber ich vermute, das merkt sich das Spiel nicht. Bin mir sicher, dass ich mir das alles schon angeguckt habe. Datenbankfähigkeiten, da kann ich nichts mehr aufrüsten. Wichtige Gegenstände. Beta-Kern, Omnibolts, ja, Missionsgegenstände habe ich nichts verfügbar. Fische, was immer so ist, verschieden, also wie Bitcoin. So, naja gut, dann würde ich doch mal sagen, Dief ist umgezogen, ist aufgerüstet, dann guck ich mir doch mal den. Kann ich es aufkloppen, eigentlich das Auto? Ne, kann sie nicht. Ne. So, also Eve möchte ja unbedingt gegen den Alpha-Nativer antreten. Wobei ich stark davon ausgehe, dass das in die Hose gehen wird. So stark ist Eve noch nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Und sie findet ja auch nichts hier außer die kaputte Raumkapsel. Mal sehen, was wir hier haben. Übers Access Point. Moment. Ich höre da etwas. Jetzt kommt der Alpha-Nativa und der kloppt mich jetzt. Eve, über dir! Und den muss ich jetzt bekämpfen, den Billy. Alter Falter, was ist das denn für einer? Das ist doch nicht der Alpha-Nativa. Oh, der schrabbelt mich kaputt. Huch. Gegen den Willi muss ich jetzt kämpfen. Ich bin fasziniert. Der sieht ziemlich stark aus. Da versage ich doch schon wieder. Also ich muss scheinbar seinem blöden Kopf ausweichen. Oh, jetzt bin ich tot aus. Ach, schmeiß gerade auch noch. Ich finde das immer klasse. Es kommt eine Cutscene, wo Eve sich ein bisschen konzentrieren möchte. Und ich weiß nicht, gerade. Ich denke mal, ich muss irgendwie hinter den kommen. Aber der lässt mich ja nicht hinter sich. Und jetzt kann ich wieder kein Gas geben. Und ich hätte ihn jetzt wunderbar noch von hinten doch wieder meucheln können. Ja sicher, ich trinke was und der kloppt mich nieder, der Assi-Kopf. So muss das. Super, der Typ ist genial. Und tot, ja. So muss das. Und jetzt starten wir wieder von vorne. Und wenn das Spiel wieder will, kann ich wieder alles neu konfigurieren, weil es nichts gespeichert hat. Na, dann gucken wir, ob ich ihn wieder umkonfigurieren muss. Das nervt nämlich. Nee. Das hat er sich gemerkt. Gut.
Mal sehen, was wir hier haben. Moment. Ich höre da etwas. Oh oh. Ich über dir! Der Partybruder. Eine Statue war das wieder. Kann ich auch. Falscher Knopf! Also die kann man nur von hinten erledigen, hä? Ich darf dem wahrscheinlich nicht ins Gesicht. Oh oh. Ich darf dem wahrscheinlich nicht vor seinem Maul kommen. Aber du hast immer noch diese. Das Dieb. Hau ab! Dieb, weg, weg! Oh, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Ich bin weg. Hat er mich jetzt? Nee. Der glüht! Das war nicht gut, wenn er glüht, oder? Bestimmt nicht gut, wenn er glüht, oder? Der Kai Gustav. Alter, was muss trinken. Ich trinken! Trink was, schmeiß dir was ein. Schmeiß dir die Pille ein, mir egal. Sehr blöd. Wahrscheinlich darf ich seine Lava nicht abbiegen. Hat er mich? Nee. Alter, was ein Feind hier? Hab ich nicht trinke, haut euch platt! Jetzt! Gib mal ihn platt! Mach ihn platt! Boah! Gigas! Alter! Oh, ich hab einen Kern aus ihm gezogen. Was ein Viech! Auf den letzten Drücker! Auf den letzten Drücker! Was ein Viech! Gigas! Das war der Alpha-Nati-Bar? Moment. Das war der? Prüfen. Schildverstärkung, das heißt, ich gehe dann wahrscheinlich gleich am besten mal zu meinem Apparat da oben. Beeindruckend. Ne? Ich glaube das nicht. Das ist der Alpha-Nati-Bar. Du kannst das an seinem Kern erkennen. Ein Alpha-Kern. Das war der Alpha-Nati-Bar. Und Nati-Bar. Wenn sie nur... Eve. Hm? Ah, es gibt etwas, das du wissen musst. Die Wahrheit ist... Hallo? Hier drin! Och, ist doch immer drin. Kann mich irgendjemand retten? Höre ich da einen Menschen? In der Kapsel. Wenn das jemand hört, bitte hilf mir. Oh, da kommt ein Hübsches raus. Noch so eine hübsche, kleine, junge, schnucklige, 20-Jährige. Hast du etwa das Notsignal gesendet? Oh, bin ich hübsch. Ja, das war ich. Du bist doch Mitglied des 7. Landetrupps, richtig? Ja. Und du? Ach ja, wenn ich mich kurz vorstellen darf. Ich bin Mitglied des 5. Landetrupps, eine Ingenieurin. Lily Artemis ist die 2. Aber nennt mich einfach Lily. Korrekt. Und nun sind wir zu dritt. Ach, sie hat. Was ist das denn? Also beginnen wir nochmal von vorn.
Du willst mir sagen, dass du fast 2 Jahre in diesem Versteck auf einen Landetrupp gewartet hast? Und dann kamen wir. Ja, euch habe ich mein Leben zu verdanken. Ich habe eine Ewigkeit auf einen Landetrupp gewartet. Es war wirklich einsam hier. Man kann von Glück sprechen, dass wir dich dort überhaupt gefunden haben. Eve, du bist doch Teil der Streitkräfte, nicht wahr? Ja. Ich könnte deine neue Ingenieurin sein. Na, ich hoffe. Aber dazu bräuchte ich zuerst das passende Werkzeug. Passendes Werkzeug? Also, ich wollte vorhin schon etwas erwähnen. Was denn? Wie sage ich's? Es gibt eine Stadt, in der andere Überlebende, also außer mir, leben. Was? Wirklich? Sie heißt Zion, der Menschheit letzte Zuflucht. Dort könnte es Menschen geben, die uns helfen können. Ich habe dort auch einen Unterschlupf voller nützlicher Werkzeuge. Was stehen wir da noch so blöd rum, Leute? Aber vorher will ich euch um etwas bitten. Zurzeit hält Zion unter der Leitung von Orkel stand, unser spiritueller Anführer. Es ist kompliziert. Eve, ich weiß, dass der Verlust deiner Kameraden deinen Auftrag nicht gerade leichter macht. Aber bitte, hilf mir, Zion zu retten. Wenn du das tust, verspreche ich dir, dass Orkel und ich alles tun werden, um dir zu helfen. Wir müssen unsere Kräfte vereinen und einander helfen, wie wir es schon getan haben. Was denkst du? Kooperieren, natürlich. Ja, nur durch Teamwork war es mir möglich, den Alpha-Kern zu bekommen. Vielleicht kommen wir in der Stadt an noch mehr Informationen heran, Eve. Was denkst du? Ja, es gibt wohl keinen Grund dazu, Nein zu sagen. Aber trotzdem, ich möchte das erst entscheiden, nachdem ich mehr über diese Person erfahren habe, diesen Orkel. Darin sehe ich kein Problem. Okay, also für mich geht das klar. Alles klar, dann ist die Sache wohl beschlossen. Also gut, auf geht's nach Zion. Ja! Ach, das ist sein Raumschiff, wollte ich sagen. Da kommt das Raumschiff plötzlich her. Aber ich hätte gern noch ein bisschen geguckt da unten. Aber wahrscheinlich muss ich nochmal zurück nach Idis. Oder Idis 7 heißt die Stadt ja. Um den Rest noch zu looten. Denn ich habe ja diese eine Spezialtruhe noch gar nicht aufgekriegt. In der Baustelle. Muss ich jetzt fliegen? Nee, ich hoffe nicht. Muss ich das steuern? Nee. Oha, sieht das denn? Zion steht da. Geiler Ausblick. Wow, seht sie euch an. Sie ist riesig. Es ist seltsam, eine Stadt an so einem Ort zu sehen. Hier haben mal mehr als 100.000 Menschen gelebt. Offensichtlich heute weniger. Unten ist mein Unterschlupf. Das Hilfstriebwerk schwächelt ein wenig, könnte gleich holprig werden. Gut festhalten. Naja, Ellen mit 2 hübschen Mädels am Start, alle ungefähr gleich alt. Aber Liebesgeschichte gibt das ja nicht. Da steht da Aero Dream Dream. Mal gucken. Wow, eine ganze Stadt unter dem Ödland. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Auch in den dunkelsten Zeiten ist Verlass auf den menschlichen Überlebensinstinkt. Also, wo geht's hin? Brauchst du nie eine Pause? Typisch ich. Doch, ich würde mich gerne ein bisschen auf- und umrüsten. Denn wenn ich jetzt eine Ingenieurin Lilly an meiner Seite habe... Orkel ist im Audienzzimmer. Aber hier kann ich doch bestimmt irgendwas tun, oder? Lilly Datenbank-Update-Taste gedrückt halten, mal gucken. Lillys Kleidung freigeschaltet. Adams Kleidung freigeschaltet. Ach, ich kann Lilly und Adam jetzt Klamotten wählen. Modifikation. Hier habe ich scheinbar auch noch was jetzt. Weil ich diesen ominösen Beta-Kern habe, oder? So, mal gucken, was kann ich denn bei Lilly machen?
Aber das ist... Wo kann ich die Kleidung wechseln? Das ist ja ihr Standardsache. Ach, wahrscheinlich kann ich die irgendwann mal freischalten noch. Mission Sion. Die letzte Stadt heißt die nächste Mission. Ja gut, das ist wieder ein perfekter Zeitpunkt für einen Cut. Dann lese ich mir das mal durch hier, was hier über Adam jetzt steht. Adam ist ein Scavenger aus Sion. Er rettete Eves Leben vor einem unbekannten Native-Bar. Obwohl Eve ihm anfänglich misstraute, schlug Adam vor, dass er und Eve zusammenarbeiten sollten. Und so erreicht sie Eidos 7. Nachdem ihre Arbeit Eidos 7 getan war, berichtete Adam ihr von Sion, der letzten Stadt, und schlug Eve eine weitere Sommer vor. Adam unterscheidet sich von anderen Scavengern. Sein Unterschlupf verfügt über ausgefeilte Einrichtungen wie ein Aerodom und ein Tetrapod. Außerdem konnte er mit seiner Redegewandtheit Oracle überzeugen, Eve zu unterstützen. Auch das weiß ich jetzt schon gut. Und das ist Lily. Lily Artemis, die zweite, ist eine Ingenieurin des 5. Landetrupps. Ungeachtet ihrer kleinen Statur ist sie nicht zu unterschätzendes Individuum und offizielles Landetruppmitglied. Aufgrund ungenauer Koordinaten wurde sie an einem abgelegenen Ort abgesetzt und musste warten, bis ein anderer Trupp sie retten konnte. Wie ihrem Titel zu entnehmen ist, verfügt sie über die nötigen Fähigkeiten, um die Körper und Ausrüstung von Landetrupps instand zu halten, und kann fast alle Technologien der Erde problemlos benutzen. Als ideale Unterstützerin ist ihre einzige Schwäche, dass sie etwas hochnäsig ist und manchmal seltsam spricht. Naja, gut. So, jetzt kann ich das über den Native-Bar noch lesen, den ich da platt geklöppelt. Das war ein Alpha-Native-Bar. Gigas. Native-Bars sind zerstörerisch, aber nicht intelligent. Barrieren, Hindernisse, Minen und ähnliche Objekte waren ein effektives Mittel, um sie aufzuhalten, bis ein neues Native-Bar auftauchte und die Bemühungen der Menschheit zunichte machte. Der Native-Bar entstand unter dem Beben und Bersten des Erdbodens. Nach seinem ersten brutalen Aufbegehren wurden vom Ort der Verwüstung nur einzelne Wortfetzen übertragen: Monster, Native-Bars und Gigas. Gigas verfügt über enorme Körperkraft und Agilität. Nimm dich in Acht vor seinen kontinuierlichen Attacken und Sturmangriffen. Gigas kann mit seiner übermenschlichen Stärke den Boden erschüttern und eine gewaltige Schockwelle erzeugen. Weich hier aus, bevor sie deine Knochen zermalmt. Wenn Gigas wütend ist, trommelt er auf seine Brust und steigert so seine Stärke. Werde dich unvorsichtig. Ah, alles klar, das war also das orangefarbene Leuchten. Und ich nehme an, die Sachen darf ich... Obla, falsche Baustelle. Die Sachen darf ich erst freischalten, wenn ich mit Lily irgendwas gemacht habe, könnte ich mir vorstellen, muss ich den Apparat noch freischalten, Shop benutzen. Smart Mine. Sobald sie scharf ist, kann sie bei Annäherung von Gegnern explodieren und Schilddurchbruch Schaden verursachen. Die AN6 Smart Mine von Orca Aerospace Company ist eine intelligente Falle. Sie lässt sich leicht einrichten, indem man sie einfach wirft, und sie explodiert automatisch, wenn sie die Hirnstromwellen eines Nativas identifiziert. Sie ist smart, weil sie nicht explodiert, wenn ein Verbündeter auf die Mine tritt. Aha, dann komm. Nehmen wir mal zwei davon mit. Puls, ja. Für Situationen, in denen dir Speicherplatz wegen Dateisystemdumps ausgeht oder wenn du das EOS zurücksetzen möchtest. Eidos Company hat einen von Nutzern verwendbaren Initiator herausgebracht, um den vielseitigen Ansprüchen ihrer Kunden entgegenzukommen. Er ist ganz einfach. Halt ihn einfach gegen deinen Kopf und drücke eine Taste. Ah gut, das will ich aber nicht. Das will ich dann erst, glaube ich, wenn es heißt, ich muss mich umrüsten oder kann meinen Fähigkeitenbaum nicht mehr weiter benutzen. Habe ich noch irgendwas Interessantes? Ah, hier kann Eve nicht scannen. Na gut. Ich würde sagen, einmal einen Cut machen. Bessere Situation habe ich nicht. So, hier werde ich nichts können. Da war ich ja gerade schon drin. Da habe ich, muss wahrscheinlich demnächst was umrüsten können. Dann muss ich erst mit dem Weisen da sprechen. Ich ruhe mich jetzt erstmal aus. Guck mal. Nee, ausruhen ist nicht. Gut. Ja, mache ich trotzdem Cut. Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.